Guten Abend miteinander zu Hause ebenfalls. Die erste Kerze brennt schon, Gott sei Dank. Wir sind im Advent angekommen. Advent, die Erwartung. Und wir feiern ja die Erwartung, Christus ist auf und in diese Welt gekommen. Er kam schon einmal und dann, wir feiern das Wunder seiner Menschwerdung und schauen staunend auf die Tatsache, dass Gott Mensch wurde, wehrlos in Form eines Babys, bedürftig, hilfsbedürftig, unfähig, etwas selber zu machen, sich selber zu ernähren, sich selber zu kleiden. Ganz Gott lag da in diesem Bethlehem. Und gleichzeitig möchte ich noch von einem anderen Advent auch heute noch sprechen. Das ist das auch das Advent seines zweiten Kommens. Und ihr wisst, wir sind jetzt an den Zeiten, wo viele Kinder, übrigens auch ein paar Erwachsene, Adventskalender haben, Türchen auftun. Das ist bei uns zu Hause momentan absolut das Highlight. Als guter Vater schaue ich, dass meine Kinder möglichst viele Türchen vergessen, dass ich dann die am Schluss alle selber auftun kann. Aber im Geist meine ich, dass wir auch Türen auftun und dass der Geist Gottes Türen öffnet im Hinblick seines Kommens, seines nochmaligen Kommens hier auf die Erde. Und das wird der gleiche Gott sein, der gleiche Jesus, aber er wird in einer anderen Gestalt kommen. Ich möchte, bevor wir dann noch über dieses Wort, welches ich als Titel angekündigt habe, Licht und Dunkel über Deutschland, möchte ich gern noch ein, zwei, drei Sachen über ein paar Prinzipien darüber sprechen, dass sein zweites Kommen auf dieser Erde, dieser Advent, den wir in unseren Herzen haben, damit zu tun hat, dass sich dieser König offenbart als ein König der Völker. Er wird nicht mehr kommen, als um Menschen Seelenheil und Frieden zu bringen, in dem Sinn, nicht mehr in der Kälte einer Nacht, sondern er kommt noch einmal, wir lesen das in Offenbarung 19, und ich möchte nur ein paar Verse daraus lesen, wenn er denn noch einmal kommen wird und wie er kommen wird. Ich sah den Himmel geöffnet, der Seher Johannes. Ein weißes Pferd ist immer mal wieder Thema in unseren Botschaften. Und darauf saß, der hieß treu wahrhaftig und mit Gerechtigkeit richtet er und er führt Krieg. Also ein bisschen eine andere Gewichtung als Frieden auf Erden. Seine Augen aber waren wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt waren viele Kronen. Er trug einen Namen geschrieben, den niemand weiß als er selbst. Und er war angetan mit einem Kleid, das im Blut getaucht war. Und sein Name lautete das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel, das Psalmist beschreibt es mal tausendmal, tausendmal, zehntausendmal, zehntausend, also so ein Heer hat es noch nie gegeben und wird es auch nie mehr geben, nur schon zahlenmäßig, folgten ihm nach auf weißen Pferden, bekleidet mit weißem, reinem Linnen. Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, dass er die Nationen damit schlage, auch die Heiden ausgedrückt. Er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er tritt in Kälte des Zornweins, des Grimmes, des allmächtigen Gottes. Und er trägt am Kleid, und zwar an seiner Hüfte, den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Also hier trägt er keine Windeln mehr. Das ist nochmal ein anderes Bild seines Kommens. Das ist auch Advent. Und ich finde es interessant, dass dieses Kommen von ihm eben als König der Könige, Herr der Herren, und dass er kommt, um
die eine Welt, die Menschen, die Heiden, die Nationen einerseits zu schlagen. Das Verb, das ist wirklich einschlagen. Es ist nicht einfach, das ist jetzt nicht mehr der gute Hirte, Psalm 23. Es ist dieser gewaltige Herrscher, der kommt, um zu einerseits zu schlagen. Es kann töten heißen, aber nicht nur. Und gleichzeitig zu weiden. Wie geht denn das zusammen? Also, er kommt, um wie eine Disziplin auszuüben auf der Erde, an den Völkern. Und gleichzeitig, nachdem er geschlagen hat, weidet er. Schon interessant, wie das irgendwie Gott zusammenbringt. Eigentlich ein Hinweis darauf, und da sehen wir Anzeichen, dass er sein Erbe, die Welt gehört ihm, die Völker gehören ihm, die Ethnien gehören diesem Gott, gehören nicht dem Teufel übrigens, auch wenn er sie instrumentalisieren kann. Von dem, das wissen wir hoffentlich jetzt, spätestens nach dem 7. Oktober, auch in der Neuzeit. Wir müssen nicht auf den Zweiten Weltkrieg zurückschauen oder auf den Ersten. Er kann instrumentalisieren, der Widersacher, aber gehören tun sie immer noch Gott. Es ist ihm, es ist seine Welt, seine Erde, sein Erbe, seine Ethnien, die er einst versammeln wird. Und er kommt, um sie dann auch zu weiden. Weil er sagt, eine Welt wird noch einmal erleben, was es heißt, wenn ein König da ist, der die Völker ohne Verführung und ohne Lüge weidet, damit sie eigentlich in das ganze Potenzial, in die ganze Schönheit hineinkommen, für was er eigentlich diese Ethnien geschaffen hat. Amen, amen. Das heißt, eine Welt, Offenbarung 20 beschreibt ja dann das tausendjährige Friedensreich, dieses Reich, was dann auf dieser Erde noch einmal existieren wird, wo das Böse gebunden ist, und wir noch einmal erleben werden. Darum haben wir so eine Zukunftshoffnung. Wenn jemand eine Vision für die Zukunft haben kann, dann sind es wir Christen. Schwarz auf weiß, nicht weil es eine predigt, weil es dort. Das ist das Schöne. Und sie werden noch einmal entdecken und sie werden es noch einmal sehen. Gott regiert die Völker. Und jetzt, in diesem Zusammenhang sehen wir, dass er sich auch Völkern annimmt, mehr und mehr. Je mehr Kerzen wir im Geist anzünden hinsichtlich dieses zweiten Adventes, umso mehr wird auch seine Hand über den Völkern offensichtlich. Seine Disziplin wird offensichtlich. Sein Gericht wird offensichtlich, aber das Gericht ist immer Liebe. Es ist immer ein Gott, der sich seinen Volk und seinen Völkern annimmt. Aber die müssen dann am Schluss noch entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht. Das muss dann noch jemand entscheiden. Und Evangelien und die Synoptiker, die sprechen ja auch diese Realität an, dass ja dann diese Entscheidung von ihnen abverlangt, von den Völkern abverlangt wird. Sagen wir ja. Und darum ist es eine spannende Zeit, dass wir den Herrn auch immer wieder bitten, schauen wir auch die Nationen, die Völker nicht zuerst durch politische Linsen an, nicht zuerst durch Medien, sondern üben wir es, sie anzuschauen mit diesen Absichten, dass Gott sie zuerst anschaut und eigentlich über jedem Volk sagen möchte, du bist mein. Ich habe gute Absichten für dich. Ich wünschte, du würdest Ja sagen zu mir. Ich wünschte, ich könnte auch eine Nation weiden, so wie Nationen geweidet werden. Wie ein König dann ganze Völker weidet, nicht nur das Individuum. Ich freue mich auf diese Zeit, ob ich es dann mal von oben oder von unten erleben werde, keine Ahnung.
Aber ich habe einen Gott, der kann noch mehr managen als nur eine Gemeinde. Oder einzelne Menschen. Er weidet ein Kosmos. Alles Erschaffene. Und heute Abend geht es mir eigentlich darum, dass ich ein paar, ich fühle mich auch gedrängt im guten Sinne, dieses Wort über Deutschland noch zu predigen. Ich habe es schon einmal in einer verkürzten Form an diesem letzten Yom Kippur Gathering gebracht und ebenfalls an unserem Summit für Leiterinnen und Leiter etwas ausführlicher. Dieser wurde allerdings nicht gestreamt, auch nicht öffentlich, was auch sehr gut ist. Verantwortungsträger brauchen so einen geschützten Raum, wo man auch mal Sachen etwas ungefiltert sagen kann. Aber vielleicht ganz zuerst noch zu meinem Bezug. Man muss ja nicht, wenn man einen prophetischen Eindruck haben, gerade immer einen Bezug haben zu etwas. Manchmal sind prophetische Botschaften tatsächlich, ist es eine Briefträgeraufgabe, einfach mal etwas zu deponieren. Aber wenn es um Deutschland geht, dann wird es auch für mich sehr persönlich. Obwohl ich keinen deutschen Pass habe, ich hätte fast einen bekommen, weil nach 5 Jahren Beamtenstatus in Deutschland kriegte man damals den Pass. Und mein Vater hat sich noch überlegt, hat ja in Deutschland gearbeitet, sollen wir einen Pass organisieren für die Familie? Aber damals war es während dem Kalten Krieg und die Pershing-Raketen waren und die SS waren dann gegeneinander gerichtet. Das Wettrüsten war da und Vater hat da damals davon abgesehen, auch für uns, für mich und meinen Bruder einen Pass zu besorgen, weil er dachte, die werden dann, jede Garantie, die werden dann eingezogen. Das war dann der Grund, warum wir dann nur beim Schweizer Pass blieben. Aber die Liebesgeschichte mit Deutschland fing schon ganz, ganz früher an. Und die fing an, mütterlicherseits von meiner Mutter Lilo, ihren Großvater. Der war ein Maschinenkonstrukteur, ein Monteur, der für die Schwerindustrie da in Winterthur ganz große Maschinen und Apparaten weltweit gebaut hat, unter anderem auch in Japan, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, und dann auch in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Und mein Urgroßvater, der hat es in sich. Ich habe ihn noch gekannt als Kleinkind. Und der hat es tatsächlich geschafft und gewagt. Er musste sich da unter diesem NS-Regime, musste er sich bewegen. Und hatte diesen großen Druck, dass er, eigentlich hatte er so ein Widerstandsnest in seinem Herzen, wo er sagte, ich unterstütze dieses Regime nicht. Und er muss sich, so der Bericht, wirklich saudumm angestellt haben in seinem Widerstand, hat dann auch Hitler nicht gegrüßt und irgend Sachen gemacht, dass er tatsächlich auf die schwarze Liste kam. Und die schwarze Liste bedeutet, dass er derjenige, der Erste gewesen wäre, der an die Wand gestellt worden wäre, wäre Hitler hier einmarschiert. Ich habe heute noch das Gold von diesem Urgroßvater an einem meiner Ringe. Das haben wir eingeschmolzen und ich trage es manchmal sehr bewusst, dass dieser Widerstand gegen ein diabolisches Regime aufstehen muss und auch eine Stimme finden muss. Auch in unserer Zeit. Es muss eine Stimme finden, auch in aller Konsequenz. Und die Konsequenz für ihn wären verheerend gewesen. Hat sich dann zeitlebens nie eigentlich detailliert. Ich war auch zu klein, ihn da noch zu fragen, was die wirkliche Geschichte dann dahinter war. Aber in meinem Herzen bin ich sehr, sehr mit diesem Urgroßvater verbunden. Es geht weiter mit meinem Großvater väterlicherseits. Von meinem Vater Geri.
Und er hatte ganz verschiedene Stationen, aber er unter anderem hatte auch viele berufliche Stationen. Aber unter anderem war er unmittelbar nach dem Krieg, war er ein Außendienstler für eine Versicherung. Das gab es damals schon. Und die Schweizer Versicherungen waren in ihren Produkten so gut, dass schon die Winterthurer Versicherungsunternehmen ihre Produkte in Deutschland verkauft haben, und zwar unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Großvater fing an, noch in diesem zerstörten Deutschland, dieses Deutschland zu bereisen. Und mein Vater hat dann jeweils erzählt, wie er zurückgekommen ist, an die armengenössige Wohnung da im Birchenmüsli-Quartier, Winterthur. Und wie er jeweils dann von diesem Deutschland erzählt hat, und man würde denken, dass so ein Mann zurückkommt, der selber an der Grenze stand, während der Aktivzeit auf den ersten Schuss gewartet hat, dass der dann zurückkommt und sagt, ja, das geschieht Ihnen mal recht, so wie das Land jetzt aussieht, das haben Sie sich selber eingebrockt. Stattdessen kam der Großvater jeweils zurück und hat am Küchentisch jeweils von Deutschland geschwärmt, was das für ein wunderbares Land sei. Gott, die auf Kachua Hut, oder? Worauf durch sein Schwärmen in meinem Vater ein kleiner Same anfing zu sprossen, in diesem Jugendlichen, der sagte, eines Tages werde ich und möchte ich mal in Deutschland sein. Und es war schon immer ein Traum, mal Pfarrer in Deutschland zu werden. Und als dann 1975, 76 die Anfrage kam an diesen Herr Pfarrer, damals noch in Pfäffik und Zürich, ob er sich vorstellen könnte, ein Pfarramt zu übernehmen, da war er natürlich hell begeistert. Meine Mutter überhaupt nicht, von dem beschaulichen Zürcher Oberland in eine Großstadtwüste zu ziehen mit zwei kleinen Kindern. Das war überhaupt nicht, das wäre eine andere Geschichte. Aber da fing auch für unsere Familie nochmal eine ganz entscheidende Zeit an mit diesem Land. Unter anderem habe ich in Deutschland auch mein Leben übergeben. Ich empfing die Taufe im Heiligen Geist, auch ebenfalls in Deutschland. Und von diesem Moment an, wo sich meine Familie anfing, in Deutschland zu investieren, fingen dann auch die Kontakte, die Leiterkontakte an, die auch schon in der Mitarbeitergemeinde da ganz, ganz tiefe Spuren hinterließen. Und seit der Gründung der Stiftung Schleife vor über 30 Jahren sind immer zwischen 20-30% unserer Besucher kommen von Deutschland. Mitarbeiter teilweise noch mehr. Und unsere Einsätze zu einem guten Teil ebenfalls in Deutschland. Wir haben uns das nicht ausgesucht, es ist geworden. Es ist gewachsen. Und darum hat uns auch Jesus immer wieder Sachen anvertrauen können und dürfen, nicht aufgrund unserer guten Intention oder weil wir es besser machen, sondern weil im DNA diese Liebe vorhanden ist. Diese Liebe geht auch für andere Länder. Man schaue mal hinten dran, was da für Fahnen hängen. Es gäbe noch einige Fahnen, die wir aufhängen können. Da geht es nicht um politische Konstrukte, sondern da, wo wir wirklich unsere Herzen anfangen zu verschenken. Und darum konnte uns auch Jesus immer wieder Sachen anvertrauen. Ich denke, dieser Same von meinem Urgroßvater, dass er diesem Regime widerstanden hat, das ist ein Erbe, welches meine Mutter trägt in ihrem Lobpreis, wo sie in ihrem Lobpreis, und ihr könnt die alten Lieder der Rheintalband mal anhören, wo Massenbefreiungen in Deutschland stattgefunden haben, Massenbefreiungen und Menschen schreiend von diesem Geist befreit worden sind. Da wurden die Fahnenflüche auf Hitler und auf den Eid des Hakenkreuzes wurden gebrochen, Familienflüche wurden gebrochen. In einer gewaltigen Autorität wurden Menschen freigesetzt, ihrem Gott zu dienen. Aber das kommt ja irgendwo her.
Das waren sehr, sehr spezielle Zeiten. Und auch bis zum heutigen Punkt, bis zum heutigen Tag, merken Menschen, was es heißt, wenn sie, und beileibe nicht nur die Deutschen, auch wir Schweizer hätten auch einiges, woraus wir befreit werden können, und sei es nur unsere so, ach, so nette Neutralität. Hat eine gute Seite, aber eine sehr, sehr negative ebenfalls. Gut, das einfach noch ein Hinweis, wie wichtig es ist, dass wir Jesus bitten, schenke uns immer wieder Aspekte deiner Sicht und schauen wir und passen wir auf, dass wir nicht verallgemeinern. Es gibt nicht den Deutschen, es gibt auch nicht den Schweizer. Ich möchte nicht reduziert werden, dass ich Berge liebe, Schokolade liebe und Uhren liebe. Das bin ich nicht. Wir können das verallgemeinern für ein Volk, dass die Schokolade lieben oder gut machen, dass die gute Uhren machen können, dass sie gute Verwalter sind. Aber ein Volk ist viel, viel mehr als das. Das ist die Liebe Gottes, die in einer Ethnie am Hervorwachsen ist, wo Gott sich immer ein Teil von wer er ist, in einer Ethnie abbildet. So auch wie individuelle Menschen immer ein Teil von diesem Gott sind und in jedem Menschen wir einen Schatz entdecken. Wer dieser Mensch, der trägt etwas von diesem gewaltigen Schöpfer. Jeder von dir. Und ohne dich gäbe es das nicht, diesen Ausdruck Gottes. Ist doch schön, oder? Wenn wir das begreifen würden, in der Tiefe begreifen würden, wäre jede Form der Selbstablehnung passé. Egal wie wir aussehen und egal welche Gebrechen wir haben, jeder Mensch trägt in sich eine Würde, die von Gott kommt und ein Aspekt Gottes, der niemand anders hat. Desgleichen die Ethnien. Ja, warum denkt ihr, dass sich Gott verheißen hat, dass er sich eines Tages mit allen Sprachen, Zungen, Völker und Ethnien vor seinem Thron umgeben möchte? Warum? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Weil er irgend so ein Multikulti-Worship gern hat? Ich bin beileibe nicht ein Fan von eigentlich Festivals, wo alles so möglichst farbig, bunt und schrill und viele Farben. Kann schön sein, ich brauche es jetzt nicht gerade. Warum macht das Gott? Weil Gott sagt, ich habe in diese Ethnien, in diese Völker einen Teil von mir hineingelegt. Und darum werde ich einen Repräsentanten von jedem Volk und jeder Zunge, werde ich eins von meinem Thron haben und mir einen ewigen Lobpreis bereiten. Der Widersacher weiß das übrigens. Und darum ist das klar, Matthäus 24, wo er sagt, Jesus sagt, ihr werdet sehen, ein Zeichen der Endzeit wird sein, dass Ethnie wieder Ethnie aufsteht. Also nicht zuerst eine politische Nation, sondern die Ethnie, Ethnos, das ist viel mehr als ein politisches Staatengebilde. Eine Ethnie ist eben dieser Abdruck Gottes auf einem Menschen, welcher sich mit dieser Kultur und der Scholle vereint und eben zu einer Personennation wird. Und sagt, der Widersacher weiß das und darum lässt er auch Ethnien und Ethnien aufeinander los. Damit diese Ethnien, was sind denn Genozide, dann werden Ethnien abgetrieben. Sollen abgetrieben werden. Israel soll abgetrieben werden. Die Tutsi sollen abgetrieben werden in Afrika, etc., etc. Es gibt so viele, dieses Ethnic Cleansing ist nichts anderes als die Perversion dieses Widersachers, diesen Aspekt Gottes, den Gott in ein Volk hineingelegt hat, abzutreiben und damit auch seine Absichten. Gut, könnt noch lange, entschuldigt meine Begeisterung, aber ab und zu muss man noch sagen, dass wir in der kleinen Schweiz schon immer etwas kultiviert haben von einer Größe und von einer Sehnsucht,
dass wir uns auch einer, so klein wir sind, auch immer wieder der Welt verschenken. Kann ich noch ein Stück, Schluck Wasser haben, sind so gut. Immer wenn es einem die Stimme ein bisschen verschlägt, kann es auch unheimlich interessant werden, gell? Gell, danke vielmals. Es ist gut, das Walserwasser. Sollte jemand zuschauen, der QR-Code ist eingeblendet. Genau. Gut. Ich möchte euch kurz einen Traum vorlesen. Ich lese einfach den Traum vor und dann gehen wir noch in ein paar Gedanken hinein. In einem Traum, den ich im Oktober 2022 hatte, fuhr ich mit einer Gruppe aus der Schweiz in einem deutschen ICE-Zug im schnellen Tempo durch Deutschland. Zuerst kaum spürbar, dann immer stärker bemerkte ich ein kleines Rütteln und Rumpeln in den Rädern. Ich sah, dass auf den Schienen Steine lagen, doch der Zug hielt seine Geschwindigkeit unvermindert weiter. Zunehmend besorgt und über die immer stärker werdenden Geräusche, die vom Fahrgestell kamen, sah ich, dass wir durch große Schwerindustriegelände rasten und diese hinter uns ließen. Instinktiv wusste ich, dass das nicht mehr lange gut gehen würde, da die Gesteinsbrocken auf den Schienen immer größer wurden. Das Unvermeidliche geschah. Der ICE sprang aus den Gleisen, die Waggons neigten sich unter großem Getöse zur Seite und kamen auf einem großen Feld zum Stillstand. Wie durch ein Wunder stiegen wir unverletzt aus den Trümmern, so auch alle Passagiere. Es war dunkel, nur am Rand des Feldes waren Häuser mit hell erleuchteten Fenstern. Eine gewaltige Solidarität in der Bevölkerung machte sich breit. Die Passagiere des verunglückten Zuges wurden in den Häusern aufgenommen und versorgt. Und zeitgleich strömten viele Menschen auf das Feld, legten sich neben dem entgleisten Zug kreuzweise auf den Boden. Es formte sich eine menschliche Holzbeige, die in die Höhe wuchs. Und im Traum wusste ich, dass das der Anfang einer großen Erweckung war, die Deutschland erleben wird. In einem zweiten Teil des Traumes sah ich, wie die Schweiz versuchte, mit verschiedenen Maßnahmen und Werkzeugen dem Unglückszug zu helfen. Sie sandte unter anderem alte, bewährte Lokomotiven. Aber diese schossen alle über das Ziel hinaus und flogen im hohen Bogen aus den Gleisen bzw. durch die Luft und verschwanden dann von der Bildfläche. Die Lösung lag offensichtlich nicht in deren Hilfe, sondern in der Kreuzbeige der Menschen, die auf dem Feld lagen. Als ich von diesem Traum wach wurde, ich war sehr erschrocken über diesen Traum, mir schoss es sofort durch den Kopf, Deutschland entgleist. Deutschland entgleist. Und die Zeichen verdichten sich, dass Deutschland offensichtlich ein paar Haltesignale mit diesem ICE-Zug voll überfährt. Die Gesteinsbrocken, die ja eigentlich ein Stück weit eine Warnung wären, die immer größer werden. Also das fühlte sich so quasi wie an, in diesem Zug, du warst drin und du spürst das erste Ruckeln. Und das war so wie ein Bild der Titanic, gell? Die Zeugen berichteten ja, als sie auf der Titanic waren und sie dem Eisberg schrammten, das ging nur so ein kleiner Ruck, oder? Nur so, keine Panik, die Musikkapelle spielte weiter, das Essen ging weiter, der Service ging weiter und unten dran, um Himmels Willen, oder? Schoss das Wasser rein. So fühlte sich das an. Und es gab ja schon mal einen ICE-Unfall, 98 war das, Eschede, sehr tragisch, wo so ein defekter Radreifen kaputt war, den man eigentlich nicht auf dem Prüfstand geprüft hatte, beziehungsweise die Art der Konstruktion, und sich damit ü 200 Stundenkilometer und schneller dann aufgelöst hat. Also, es gibt selbstverständlich Parallelen und ich
maße es mir jetzt hier nicht an, mir Statements über die Politik zu machen. Es gibt einfach gewisse Parallelen. Da werden Ampeln überfahren. Und eigentlich werden Sachen überfahren und gepusht und vorangebracht, die letztendlich dieses deutsche Meisterwerk auch der Industrie und der Wirtschaft und der Ingenieurskunst zum Kippen bringen. Und interessant nur, das ist eine Feststellung, wird ja auch die Industrie hinter sich gelassen. Ich konnte ja durch die Fenster sehen, du, wir fahren da voll durch, wir lassen das alles hinter uns. Oder? Sind Feststellungen, keine Wertung. Aber schon interessant, dass in gewissen Traumbildern solche Parallelen dann auch in der Interpretation dann man eins und eins zusammenzählen kann. Das sind jetzt genauso ein Punkt, wo jetzt wir eigentlich uns nicht ärgern müssten, sondern vermehrt in die Fürbitte gehen sollen. Weil wir könnten grundsätzlich Schlagzeilen, können in uns eine Wut auslösen und sagen, ja, hätten wir noch und denken und könnten endlich und endlich das. Wir sind gerufen zu beten. Für Überführung, für Segen, für bis hin, dass Gott wieder einsetzt und absetzt, weil er letztlich der ist, der es tut. Ein großes Wunder geschah da und dieses große Wunder, ihr konnt es vielleicht sehen und ich halte immer Ausschau in solchen Bildern nach der Hoffnung, das große Wunder war, niemand wurde verletzt. Eigentlich unmöglich in so einem Unfall. Niemand wurde verletzt, wir kamen alle aus diesen Trümmern raus, das war beileibe kein schönes Bild. Aber ein Grund, ich glaube, warum niemand verletzt wurde, ist, weil ich glaube, in Deutschland wird gebetet. In diesem Zug wird gebetet. Jetzt wird gebetet. Deutschland betet. Und ich habe verschiedene Freunde, die ich sehr schätze und respektiere, die immer wieder zum Gebet aufrufen. Und egal in welcher Form und egal in welchem Couleur, auch ganze Fürbitte-Begegnungen, Fürbitte-Armeen, es wird gebetet. Und ich glaube, dieses Gebet bewirkt etwas, dass das, wenn etwas umkippt und umkippen werden Sachen, dass Gott große Wunder tun wird in einer Katastrophe. Er weiß, sein Volk zu bewahren, er weiß, seine Hand auszustrecken. Es ist, als wir, und da finde ich auch, das ist etwas sehr Schönes, und das auch die prophetischen Stimmen zu Herzen nehmen, Gott ist reich an Huld und an Erbarmen in allen Gerichten. Das musste ja schon der Prophet Jona lernen, gell, über Ninive. Der hätte von Herzen gern gesehen, wie Ninive eingeäschert worden wäre durch irgendwo einen Meteoriteinschlag unter seiner Ginsterhaube da, oder? Hat sich gemütlich gemacht mit einem gekühlten Getränk und zu sehen, wie Gott jetzt da dieses Gericht ausübt. Und viele Christen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aufgrund unseres Sehens uns zurücklehnen und sagen, mal schauen, wie Jesus jetzt mit dieser Ungerechtigkeit fertig wird, sondern, nein, nein, Gott sagt, sollte ich nicht Erbarmen haben. Und es gab eine Form des Erbarmens und es gibt eine Form des Erbarmens und das möchte ich auch so in die Luft, in diesen Äther auch festsetzen, dass wir wissen, Gottes, auch das Ziel der prophetischen Stimme ist, nicht Recht zu haben, sondern in der Liebe zu wachsen. Amen. Recht haben ist noch nicht lieben. Aber das Lieben ist größer als Recht haben. Amen. Beim Aussteigen war es dunkel. Ich glaube, die Dunkelheit bezieht sich auf Jesaja 60, 2. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völker. Wir sehen, wie die Finsternis grundsätzlich zunimmt, so aber auch das Licht. Danke für das Echo des Ja. Schaut, haltet Ausschau nach dem Licht. Es reicht nicht, dass die Dunkelheit festzustellen, die kann man relativ schnell feststellen. Es ist überall da, wo kein Licht ist.
Aber wir sind aufgefordert, die Herrlichkeit zu erkennen, die in der Dunkelheit einen Kontrast setzt und sei es nur ein kleines Licht. Ich weiß nicht, ob die Dunkelheit auch mit einem Blackout zu tun hat. Könnte sein. Ich werde so jetzt nicht prophezeien, dass es sein wird. Man kann verschiedene Wirtschaftsakademien, man kann die googeln, man kann ihre Reporte lesen. Alle sagen sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nur nicht genau, wie sehr man Gremien trauen kann, die jeweils sagen, sehr unwahrscheinlich. Wir haben momentan eine Kadenz von Sachen, die passieren, europäisch, global, alles war sehr unwahrscheinlich, jetzt sind sie da. Also hüten wir uns von dem Vertrauen auf das sehr Unwahrscheinliche, es kann einen Zusammenhang haben, muss aber nicht sein. Aber das Schöne ist, und ihr sah es am Bild, die Häuser waren erleuchtet. Und ich denke, das spricht davon, dass wir es erleben werden, dass vor allem dann auch in Deutschland in dieser dunklen Zeit die Mitglieder des Leibes Jesus es gelernt haben, ihr Licht nicht unter die Kommode, sondern auf den Scheffel zu stellen, sodass das Haus erleuchtet ist. Die erleuchteten Häuser waren so ein gewaltiges Bild in diesem Trümmerfeld dieses entgleisten Zuges. Da gab es Versorgung, da gab es Hoffnung, da gab es Pflege, da gab es Essen, da gab es Liebe. Es war wie wenn du von Weitem durch die Nebel und die Kälte siehst du dieses warme Licht und alles in dir, es drängt dich zu diesem Licht, dieser Wärme hin. Ihr kennt das von einem frostigen Winterlauf, wie ich es vielleicht in den letzten paar Tagen gemacht habe. Und dann in dieser Dämmerung seht ihr die Heimat, ihr seht das Haus und ihr wisst, da ist die Sicherheit. Jetzt komme ich an. Und ich habe ja über diese Brothäuser angefangen zu predigen. Ich werde nachher noch kurz darauf kommen, die Brothäuser. Das hat auch damit zu tun, dass da Orte, wo Christen leben, wo du lebst, in deinem Quartier, mag es eine Einzimmerwohnung sein oder magst du in einem Einfamilienhaus sein, ob du in einer WG drin lebst oder mit zwei Familien, egal in welcher Wohnform, bereite dich vor, weil dein Haus so ein Lichthaus werden wird. Dein Haus ist ein Brothaus. Dein Haus ist genau und sollte da sein, dass es sichtbar wird. Und die haben gar nicht viel gemacht, diese Häuser, die waren Licht. Und es reichte in der Dunkelheit, dass sich Menschen an diesem Licht orientieren können. Und manchmal machen wir uns furchtbar viele Gedanken, wie können wir die Welt endlich überzeugen, dass wir Licht sind. Lass es mal ein bisschen dunkler werden. Vielleicht ist es noch nicht genug dunkel. Dass Menschen sich fragen, warum in dieser Dunkelheit bist du so oder so? Schlagt ihr euch das WC-Papier im Aldi nicht durch die Rüben und allen? Einfach solche Behavior Patterns, oder? Wo wir merken, wir sind nicht von dieser Welt, wir sind in dieser Welt. Das Licht kommt. Im Traum sah ich, wie die Menschen sich dann auf diesem Boden kreuzförmig legten. Da gäbe es jetzt viel zu sagen. Es war ein schönes Bild. Neben diesem Trümmerfeld kamen Menschen und legten sich kreuzweise auf offenem Feld nieder und wurde zu dieser Kreuzholzbeige. Ein Aspekt, da gibt es vieles zu sagen, aber ich glaube, auch Deutschland, welches ja so große Kämpfe, innenpolitische Kämpfe, auch mit der Kirche jetzt, mit der EKD auszustehen hat. Ich glaube, auch als Land der Reformatoren, ihr werdet noch einmal eine Offenbarung des Kreuzes bekommen. Darum kreuzweise. Nicht, ihr könnt mir mal kreuzweise, sondern kreuzweise. Das
Kreuzesträger wirklich erstehen. Und jede Generation erlebt und muss, jede Generation muss eine eigene Offenbarung des Kreuzes bekommen. Amen. Jede Generation. Auch Generation Y, Z und X und weiß ich, wie die alle heißen. Auch meine Kinder müssen eine Offenbarung des Kreuzes bekommen. Das sind nicht einfach die alten Leute, die Gründer der Schleife, die immer von diesem Kreuz da geschwärmt haben. Nein, sie müssen eine Offenbarung bekommen, weil ein kosmischer Christus nicht genug ist. Weil ein entleertes Kreuz, entleert von Blut und Opfer, nicht genug ist. Weil ein Kreuz, welches man von dem Opfer Jesu entleert, und jede Generation erlebt das, was es heißt, wenn man das Kreuz von der Kraft entleert mit irgendeiner poppig neuen Philosophie. Und man sich dann wundert, dass die Kraft fehlt. Und die Kirchen halt doch leer bleiben. Auch wenn man das Kreuz sogenannt seeker sensitive macht. Es langt nicht. Diese Hoffnung, ich möchte es auch diesem Land und dieser Genetik noch einmal, das noch einmal zusprechen und stärken. Macht euch bereit für eine gewaltige Offenbarung des Kreuzes. Ihr werdet wieder Sänger des Kreuzes entwickeln. Nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern Sänger des Kreuzes. Die Schweiz hat ja versucht zu retten. Da gäbe es viel zu sagen. Grundsätzlich kann man schon sagen, in Europa, weil ja das meiste Europa und Europäische Union bitte nicht verwechseln, gell? Kontinent ist nicht gleich Union. Aber wenn in Europa Deutschland hustet, kriegen die darum liegenden Länder tüchtig den Schnupfen. Ihr versteht das Bild. Wir sind zu engmaschig, auch mit den bilateralen Verträgen. Wir sind wirtschaftlich so eingebunden in diesem Gewebe, auch wenn wir nicht dran sind. Grundsätzlich, wenn ein Land an die Wand fährt momentan, sind alle betroffen. Darum wurde dann auch als die Staatspleite von Griechenland wurde ja mit allen Mitteln irgendwo abgewendet. Das hätte ja eine riesen Kettenreaktion geben können. Die Schweizerische Nationalbank, was die da für Milliarden hineingepumpt hat in diese Devisen, wo sie die eingekauft haben, nur um diesen Mindestkurs zu halten. Nun, ich empfinde, die Schweiz wird auch versuchen zu helfen, aber es wird ihr nicht gelingen. Und ich weiß nicht, was das für Hilfen sein werden, ob das die Schweizerische Nationalbank sein wird, die auch wieder durch Maßnahmen eine Stabilisierung versucht, ob es wirtschaftliche Hilfen sein werden, wenn der Druck wächst. Ich weiß nicht. Die Schweiz verschwand von der Bildfläche. Die Lokomotiven, das war so eine gute alte Schweizer RE44. Es gibt auch die AE66, ich habe mich mal ein bisschen mit dem befasst, schon ganz früher, hatte auch mal eine Modelleisenbahn. Interessant, was da diese, übrigens da Winterthur, gell? Schweizerische Lokomotivmotten, also wir hatten da noch Qualität, was von Winterthur die Güter gezogen hat. Das waren gewaltige Maschinen in einer Zuverlässigkeit dann, die gibt es, das ist Wahnsinn. Eben, das war eine RE44, die gekommen ist und die konnte auch nichts ausrichten. Aber in dieser Kreuzbeige war die Hoffnung. Menschen, die dieses Kreuz wieder auf sich nehmen und sich auf den Boden legen. Einerseits ist das eine Form von Demut und andererseits, glaube ich auch, ist es eine Offenbarung, dass sich das Kreuz wieder auf alles Erschaffene legen muss. Und nur dieses Kreuz hat die Power, was jede Form von Zerstörung, jede Form von Perversion, jede Form von Krankheit wiederherzustellen und vollkommen zu heilen. Ja.
bin dankbar, dass drei das glauben, aber ich muss mir das auch wieder sagen, auch wenn wir noch nicht alles erleben, aber wir bekommen ein Angeld davon. Lass mich noch kurz zu einem Wort kommen. Ich habe dann im Rahmen unserer Verantwortungsträger mich auch den Herrn noch mal sehr gebeten für das Summit. Wie ging dieses Bild weiter, beziehungsweise was ist passiert? Wie gibst du noch, hast du noch eine Perspektive, da wo sich dieser Zug neigt und sich dieses Kreuz auf diesem Land wieder bildet? Und der Herr hat mir dieses kurze Wort gegeben und dieses kurze Wort heißt Wirtschaftswunder. Sag mal Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder. Die älteren Semester von euch kennen das wahrscheinlich noch. In den 50er Jahren bis Anfang 60er, in der Nachkriegszeit, gab es ja in Deutschland ein Wirtschaftswunder, welches noch nie da war. Gewaltig. Da gab es verschiedene Auslöser, wie das zustande kam. Natürlich auch der Plan der Alliierten, die ganze Unterstützung im Aufbau des Landes. Aber es wird im Allgemeinen, ist es ein Konsens, dass er hieß Ludwig Erhard. Ludwig Erhard wurde später Bundeskanzler, war auch ein Wirtschaftsminister, beziehungsweise nicht ein Wirtschaftsminister, ein Wirtschaftswissenschaftler und hat dann auch dieses Buch geschrieben, Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Und er wäre eigentlich der geistige Architekt von diesem Wirtschaftswunder in Deutschland. Sehr interessanter Mann. Das hat sich ausgewirkt, dass die Deutschen sich zum ersten Mal Haushaltmaschinen flächendeckend kaufen konnten, eine Waschmaschine. Dass die mal wieder seit Jahrzehnten in den Urlaub fahren konnten, das gab es vorher gar nicht. Ein Auto haben konnten, gab es nicht. Darum, Wolfsburg sei Dank, VW Käfer. Oder 1955 lief der 1 Millionstel VW Käfer vom Band, der wurde dann noch gold lackiert, angemalt, Spezialausführung, um dieses Wunder zu feiern, dass sich nun alle redliche Vollbeschäftigung nun endlich so ein Auto leisten konnte. Und Gott sagt, dieses Wirtschaftswunder, so, ich mache ein anderes Wirtschaftswunder. Und dieses Wirtschaftswunder wird nicht einfach nur flächendeckig alles beinhalten, sondern ich werde Menschen, die den Wohlstand in mir haben. Das sind diese Wohlstände auf Kollisionskurs, davon habe ich auch schon gepredigt. Es gibt zwei Wohlstände. Ein Wohlstand, der Mammon als Herr hat und einen Wohlstand, der den Herrn als Herrn hat, den König der Könige. Das kann auch Geld, Finanzen, Reichtum, kann alles beinhalten, aber die Herrschaftsfrage ist geklärt. Und die Basis des Wohlstandes, für was der ist, ist auch geklärt. Und diese zwei Wohlstände kommen auf Kollisionskurs. Ungeheiligte Motive, Wohlstand sich anzueignen, das wird unter ein Gericht Gottes kommen. Siehe Ananias und Sapphira. Da wird Gott sehr genau hinschauen, weil er uns den wahren Reichtum anvertrauen wird, was beileibe nicht nur Geld oder Immobilien oder Land ist. Der Himmel kennt ganz anderen Reichtum. Da ist das nur ein Klacks, was wir hier haben. Aber diesen Wohlstand, Ludwig bedeutet ja der berühmte Krieger und er hat der Ehrbare oder die starke Ehre. Ich glaube, wir werden, und da spreche ich jetzt besonders Geschäftsleute und Unternehmer in Deutschland an. Ich glaube, es werden solche Unternehmer aufstehen, wenn sich dieser Zug kippt und wenn sich dieses Kreuz auf das Feld legt und diese Häuser erleuchtet werden mit dem Licht Gottes. Ich glaube, Unternehmer werden aufstehen und sich so wie einen Ludwig Erhard im Geist aufstehen und unter und in sich wird Gott ihnen ein Wirtschaftswunder geben.
etwas geben, wo sie spüren, wir können und sind dazu da, einerseits dem Leib zum Segen zu werden, aber weit darüber hinaus auch Menschen zum Segen zu werden, die kommen und Suchende sind. Da gäbe es noch sehr viel zu sagen zu diesem Wirtschaftswunder. Ich glaube, dass es vor allem zuerst für dieses Wirtschaftswunder, für den Leib Christi bestimmt ist. Es ist eine ganzheitliche, sag mal ganzheitlich, an Körper, Geist, Seele, also eine Ganzheitlichkeit, nicht einfach Geld, nicht einfach Überleben. Wir kommen nicht in einen Überlebensmodus, wir kommen in einen Gestaltungsmodus hinein. Gestalten, wir werden Gestalter werden, nicht Überlebende, die dann gerade noch den Exit schaffen, bevor dann alles irgendwo zugrunde geht. Nein, nein, nein. Gott kommt, um zu gestalten, damit diese Erde diesen Garten noch einmal erlebt, weil er zum Ziel kommen möchte von seinen ursprünglichen Plänen. Amen. Interessanterweise habe ich auch mit Unternehmern schon sprechen können, die genau das auf dem Herzen haben, ohne das gehört zu haben. Die spüren, wir werden Brothäuser. Das hat ja Gott mir in 2015 schon offenbart und gesagt, die Ukraine wird dieses Zündfass sein, dieser Brandbeschleuniger, wo die Brothäuser in Europa am Wachsen werden. Brothäuser können Privathaushalte sein, können Großfamilien sein, können Geschäfte sein, können Stiftungen sein, können Fabriken sein, können Unternehmen sein, Gemeinden sein. Überall wachsen Brothäuser, die wissen, wir haben himmlisches Brot und physische Versorgung auf aller Ebene wirklich zu verteilen. Diese Brothäuser und viele von diesen Unternehmern, die sich jetzt auch mit der Wirtschaftssituation befassen, die im Geist leben und im Geist sind, spüren etwas, dass Gott ihnen das anvertrauen wird. Innovationen, alternative Zahlungsmittel, auch etwas von nicht einfach als Weltflucht, sondern wir wissen ja auch von der Offenbarung 13, es gibt einen Punkt, wo uns die wirtschaftliche Lizenz auf dieser Erde als Christen entzogen wird. Staat. Und dann ist die Frage, uiuiui, oder? Was machen wir? Oder weiß sich Gott in seinem Leib und in seinem Leib so zu offenbaren, dass das überhaupt kein Problem sein wird? Im Gegenteil, eine Chance sein wird. Lass dich noch kurz, bevor wir dann noch beten, ich habe noch 6 Minuten, vielleicht wäre auch 7. Es gibt einen Link. Es gibt einen Link zu diesem Wirtschaftswunder, welches in Deutschland geschehen wird, was einer der Schlüsselmotoren dieses Wirtschaftswunders sein wird. Und einer der Schlüsselboostermotoren wird der Link zu Israel sein. Ich sage das sehr bewusst, ich sah das in meinem Geist. Es gab einen direkten Link von Israel nach Deutschland, aber vor allem von Deutschland nach Israel. Wir wissen, und das wurde ja auch in anderen Predigten, auch von Thomas und Katharina im Talk sehr gut ausgeführt, wer Israel segnet, der wird auch gesegnet sein. Das muss nicht einfach jetzt dogmatisch nur in den Raum gestellt werden. Aber weil Gott Israel gesetzt hat, einen Segen für die Völker zu sein, wird in Umkehrschluss werden Völker erkennen, dass sie in Israel investieren müssen. Das ist beileibe jetzt nicht sehr kompliziert, oder? Du investierst in einen kommenden Segen. Und wenn ich nach Israel investiere, jetzt auch mit meinem Geld investiere, investiere ich nicht einfach nur jetzt, um Not zu lindern, so wichtig dass das ist, aber ich weiß, dieses Land, Zion, ist gesetzt, eine Welt zu segnen. In den Zeiten, die kommen. Und Jesaja 19
spricht von einer Segensstraße, angefangen in Ägypten, mit Israel im Zentrum, bis nach Assyrien. Heutige Syrien, Nordirak, Nordosttürkei, Ost-Iran gehört alles dazu. Diese Straße, diese Segenstraße wird etabliert und Jesaja 19 spricht davon als Segen für diese Erde. Angefangen in Ägypten. Mit Israel als Zentrum. Mit Assyrien, wo Gott über Assyrien diesen Ländern sagt, sie sind das Werk meiner Hände. Lest mal wieder Jesaja 19 im Kontext auch dieses Konfliktes. Gott hat einen gewaltigen Plan für den Nahen und Mittleren Osten. Amen, amen. Einen gewaltigen Plan. Die Araber sind Schlüssel in diesem Plan, dass der Segen freigesetzt wird in die Welt. Weil Ägypten und Israel bis hin nach Assyrien, auch Teile von Persien, sind Schlüssel auf dieser Straße, damit ein Segen freigesetzt werden kann. Und darum ist auch die Versöhnung zwischen Juden und Araber ein sehr zentrales Thema. Und muss auch in unseren Gebeten einbezogen werden, weil Gott selber sich mit dieser Vision birgt und sagt, es wird offensichtlich werden, dass wird meine Handschrift tragen, diese Segenstraße. Es ist viel gepredigt, gibt auch Bücher dazu, aber vor allem, es gibt Menschen, die es leben. Es gibt Ägypter, die das leben mit den messianischen Juden. Es gibt Palästinenser, die das leben und ihr Herz und alles momentan verschenken, weil sie wissen, wir gehören zu dieser Segenstraße. Es gibt Iraner, Iraker, die das erkennen und sich verschenken. Und darum behalten wir auch Ägypten im Auge. Behalten wir Ägypten im Auge. Ägypten hat eine Schlüsselrolle für diese Straße. Israel kann es nicht allein. Israel wird, Zion wird das Epizentrum dieses Segens sein. Aber diese Straße wird in Ägypten angefangen zu bauen. Und vieles ist da schon investiert worden. Und heilsgeschichtlich wurde Israel mehrmals gebraucht, um Israel Schutz und Versorgung zu sein. Behalten wir Israel, Ägypten im Auge. Auch, und ich sage das auch den Unternehmern, auch in hinsichtlich unserer Investitionen. Ich glaube, es wird wirtschaftliche Roundtables geben zwischen Ägypten und Israel. Weil Ägypten Schlüssel war in Goshen, das war ja, Ägypten war Schlüssel, ein wirtschaftlicher Schlüssel, damit sich die Nation Israel überhaupt entwickeln konnte. Schließlich haben sie mit dem Gold von Ägypten die Stiftshütte gebaut. Da gibt es diese Zusammenhänge, wo wir merken, Moment, es gibt diese Straße, die Gott am Bauen ist. Nur zum Sagen, gäbe vieles noch zu sagen, behalten wir das im Auge, weil das Wirtschaftswunder auch in Deutschland wird ganz viel damit zu tun haben, wo da diese Brücken gebaut werden. Und viele christliche Unternehmen, auch Dienste, auch Gemeinden haben sich so über Jahre auch nach Israel verschenkt. So viel Wiedergutmachung, so viel Buße, so viel immer wieder sich gedemütigt und sind gegangen, haben sich entschuldigt, haben ihre Rücken gebeugt, damit sie wieder das ausdrucken können. Aber es wird erstehen, dass nochmal eine ganz neue Beziehung erstehen wird. Eine Beziehung von Qualität, wo auch da dieser Segen direkt auch im deutschsprachigen Raum verspürt werden wird aufgrund dieser neu geknüpften Freundschaften. Können wir gespannt sein. Das heißt, Weisung wird ausgehen von Zion. Halleluja. Gut.
Vater, wir danken dir zuallererst, dass du auch unsere Augen noch einmal reinigst. Ich möchte gleich am Anfang noch beten, dass du auch hier uns, die wir manchmal sehr stolz sind auf unsere Nation oder auf unsere Identität, dass du uns immer wieder lehrst, auch alle Ethnien versuchen, zumindest zu versuchen, mit deinen Augen anzuschauen. Dass wir Völker nicht reduzieren auf wer sie gerade sind, so wie wir die Deutschen nicht reduzieren oder aus dem Blickwinkel der zwei Weltkriege anschauen. Was für ein. Sie sind viel, viel mehr. So wie wir nicht reduziert werden, dass wir einfach neutral sind. Wir sind viel, viel mehr. So wie ein ehemaliges Jugoslawien nicht reduziert werden kann, in Kriminalität und gefüllten Gefängnissen und. Sie sind viel, viel, viel mehr. So wie China nicht reduziert werden kann auf ein Weltmachtstreben. Sie sind viel, viel mehr. Vater, hilf uns, dass, wo wir auch Buße tun müssen, wo unsere Identität dann überschwappt in einen Nationalismus, wo wir spüren, wir sind überheblich oder wir sind besser als. Hilf uns, dass wir da nicht hineinkommen. Und wir wissen, wo diese Überheblichkeit, in was sie hineinmünden kann. Und gleichzeitig, Vater, wir bitten auch stellvertretend um Vergebung, wo wir die Schönheit eines Volkes in den Schlamm und in den Schmutz ziehen. Wo wir einem Volk die Würde absprechen. Und wo wir uns nur noch mit den Opfern identifizieren und nicht mit dem, was durch diese Nation auch geworden ist. Und das ist ein gleicher Schmerz für dich, der du dich in die Völker hineingibst, in den ganz verschiedenen Facetten und Farben. Vater, hilf uns da wirklich, einen geraden, schönen Weg zu gehen. Jetzt, wo Ethnien so aufgeladen werden, diabolisch aufgeladen werden, Vater, wir bitten, komm. Komm da mit deiner Sicht hinein, dass wir sehen, alle und jede Zunge wird versammelt werden vor deinem Thron. Und jedes Knie wird sich beugen. Und alle werden bekennen, dass du Herr bist. Hilf diesen Ethnien, dass sie sich für dich entscheiden können. Hilf den Völkern, Gott, der du sie mit diesen Stecken, mit diesem Regentenstab aus Eisen regieren wirst. Auch die Schweiz. Und an diesem Abend, wir segnen die deutschen Geschwister. Wir segnen den deutschen Leib. Wir segnen alle Mitfahrer in diesem ICE-Zug, die betend jetzt in diesem Zug sind. Wir beten die stillen und lauten Fürbitter. Wir beten, wir segnen die Fürbittebewegungen, die seit Jahrzehnten teils treu beten und in den Riss stehen. Den Bundestag und die Politik bebeten, detailliert, mit Namen der einzelnen Abgeordneten. Vater, wir danken dir, dass es in diesem Zug nie mangeln wird an Menschen, die beten. Und Vater, wenn auch jetzt Signale überfahren werden und wenn diese Geräusche aus dem Fahrgestell übergangen werden, Gott, du weißt, deine Hand auszustrecken zur Heilung, zum Segen, zur Auferbauung inmitten von allen Trümmern, so wie Jeremia auf diesen Trümmern von Jerusalem stand und schon jetzt den neuen Morgen, den Gnade verkündet und sagst, jeden Morgen ist deine Gnade neu. Deine Güte hört niemals auf.
Vater, und ich danke dir, dass du Deutschland, den Leib von Deutschland dazu setzen wirst, auf den Trümmern der ICE zu stehen, eine neue Gnade zu verkünden über dem Land, sich auf dieses Land zu legen, dass Menschen dieses Kreuz entdecken und wieder zu diesen Kreuzessängern werden. Wir segnen die angezündeten Kerzen und Lichter und Lampen in den Häusern der Gerechten. Und wir sagen, das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Vater, wir danken dir in deinem Namen. Stärke du den Leib in allen Kämpfen. Mach ihn schön. Und segne die Dienste, die sich diesem Leib verschenken und sich engagieren. Wir danken dir dafür. In deinem Namen. Amen. Amen. Für euch zu Hause ein idealer Zeitpunkt, wenn ihr spürt, es gibt noch was aufzuräumen, ruft an. Auch wir müssen immer wieder aufräumen. Wenn ihr vielleicht beim Wort Deutschland zusammenzuckt, eine gute Chance, vielleicht Jesus zu fragen, warum zucke ich zusammen? Das heißt nicht, dass du es von dir aus lieben musst, aber vielleicht bist du auch zusammengezuckt beim Wort Neutralität. Vielleicht bist du zusammengezuckt beim Wort Hamas oder Israel. Eine ideale Gelegenheit, wirklich zu sagen, Herr, komm, gib mir und schenk mir deine Perspektive. Nicht die, der Andreas jetzt gepredigt hat, offenbar du mich als dieser König der Völker. Offenbar du dich mir als der Gott, der diese Straße des Segens im Nahen und Mittleren Osten baut. Ja, und auch hier in diesem Saal gibt es die Möglichkeiten von einem Gebetsteam, wenn ihr das gern noch in Anspruch nehmen wollt, macht das, dass wir dann in neuer Kraft und Perspektive in diese Woche und weiter in diese Adventszeit gehen dürfen. Danke fürs Dabeisein, der Herr mit euch und euch allen. Ein schönes Hinzulaufen auf den zweiten Advent. Er kommt. Amen. Können wir gut heilen, der Herr mit euch und auch euch zu Hause. Gute Nacht miteinander.